Swiss Helikopter Pfaffenhoe hat eingeladen zum Tag der offenen Tür und rund 10'000 sind gekommen. Beste Bedingungen am Samstag für Rundflüge, für spektakuläre Vorführungen der Luchs, der Sondergruppe der Luzerner Polizei und beste Bedingungen für die Crew vom Super Puma mit ihren atemberaubenden Kunstflügen. Besucher haben es genossen und haben sich begeistert vom Zeigten in der Luft und am Boden. Im letzten Teil haben sie bereits erfahren, wie und mit welchen Instrumenten man einen Helikopter fliegt. Oder der Kollektiv, das ist der in der linken Hand. Den können wir rauf und runterziehen. Egal welches man betätigen kann, es können auch Tekrotorpedale sein. Man muss mit den anderen Steuerorgan sofort nachjustieren, nachkorrigieren. Jetzt zeigt Ihnen der Pilot Simon Baumer, was es alles aussen an einem Helikopter hat. Das haben Sie vielleicht noch nicht gewusst. Oder doch? Dann gehen wir noch schnell aussen an Helikopter, die verschiedenen Antennen, die verschiedenen Sachen anschauen. Wir sehen hier neben uns den Kofferraum. Den Kofferraum kann man hier aufmachen. Das ist etwas vom Genialsten an dem Helikopter. Wir haben super viel Platz hier innen. Wenn wir einen Geschäftsreiseflug haben, wenn wir 4 Passagiere haben und jeder hat einen grossen Koffer plus noch irgendetwas sonst, kleine Taschen oder so dabei, dann können wir das problemlos hier hinten dran rein tun. Da hat es wunderbar Platz für alles. Auch in diesem Kofferraum innen ist der Notsender. Den sieht man oben dran auf der linken Seite. Das ist das gelbe Böckchen. Wenn wir einmal einen Unfall, einen Zwischenfall hätte oder eine harte Landung mit dem Helikopter, würde der automatisch ein Notsignal an die internationale Alarmzentrale schicken. Und das würde dazu führen, dass wir uns dann suchen im schlimmsten Fall. Wenn wir hier noch weiter hinten gehen, Richtung Heckausleger, sehen wir hier jenste Antennen. Die zum Beispiel ist für zum Navigieren, dass wir, wir haben das Gerät vorher besprochen, dass wir feststellen können, ob wir nach Norden, Süden, Westen oder Osten. Falls das Wetter schlecht ist, ist das manchmal noch ganz eine gute Hilfe. Dann hat es unter dem Helikopter, etwas weiter hinten, die Antenne, die für einen Sprechfunk ist, wo wir mit dem Tower reden können. Das ist eine wichtige Antenne, vor allem wenn man in einen kontrollierten Luftraum hineinfliegt. Dann hat es hier den sogenannten Stabilisator oder auch Stabilizer, wie man dem sagt. Er tut den Helikopter stabilisieren während dem Vorwärtsflug. Er tut dem Helikopter hinten eine Kraft nach oben generieren, dass der Helikopter nicht fest vorne abhängt. Das tut gleichzeitig auch den Rotor entlasten während dem Flug. Darauf im Helikopter hinten dran, das Höhenleitwerk, das tut der Helikopter ebenfalls im Vorwärtsflug stabilisieren, dass der Heckrotor nicht zu fest beansprucht wird. Den Heckrotor brauchen wir vor allem für zum Starten und für zum Landen. Während dem Vorwärtsflug braucht es den eigentlich nicht. Der Heckrotor sieht man unterhalb. Der ist jetzt im Fall vom EC-120 eingepackt in einem so einen Fenestron, sagt man dem. Das ist ein ummantelter Heckrotor, so ein Gehäuse, das dazu führt, dass der Heckrotor viel weniger laut ist als ein konventioneller Heckrotor. Dann können wir hier noch auf die andere Seite gehen vom Helikopter. Und hier schnell unten durch. Die Verkleidung kann man aufmachen. Die machen wir jeden Abend auf, dass wir die tägliche Kontrolle an dem Helikopter ausführen können. Hier oben versteckt ist im vorderen Teil das Getriebe. Das Getriebe ist ein ganz wichtiger Teil im Helikopter. Es ist nämlich die Kraft, die vom Motor, von der Turbine kommt. Die ist hier hinten dran eingebaut. Umlenken, einerseits oben auf den Hauptrotor, dass der anfängt zu drehen. Und durch eine andere Welle, durch einen ganzen Heckausleger hinten zum Heckrotor, weil der Heckrotor und der Hauptrotor sind beim Helikopter immer zusammengehängt. Der Motor ist eine Turbine, wie ich schon gesagt habe, hat 504 PS. Das ist eine Arius 2F-Turbine vom Hersteller Turbomeca. Und den Helikopter gibt es nur mit dieser Turbine. Es gibt andere Helikopter, die man mit verschiedenen Motoren posten kann. Der EC-120 gibt es nur mit einer Ausführung, mit dieser hier.
Und da schaut man jeden Abend rein. Man schaut die Ölstände an, ob alle Ölstände noch im grünen Bereich sind, ob alle Filter noch gut sind und allgemein, ob etwas ausgelaufen wäre. Kommt bei dem eigentlich so gut wie nie vor. Es ist ein sehr pflegeleichter Helikopter. Dann machen wir die Verschlüsse wieder zu. Was wir gerade unter dem Deckel sehen, ist hier der Tankdeckel. Den Tankdeckel kann man wegnehmen und hier tanken wir den Helikopter. Der maximale Tankinhalt wären 410 Liter. Der Helikopter selber braucht pro Flugstunde, wo er unterwegs ist, rund etwa 110 Liter. Das heisst, dass man etwa 3,5 Stunden nonstop fliegen mit dem Helikopter, falls man ihn voll tanken würde. Machen wir in der Regel nicht, weil ein volltankter Heli ist gleichzeitig halt auch ein schwerer Heli. Und wir wollen ja immer ein optimales Gewichtverhältnis haben. Ist vor allem auch wichtig für die Landung auf dem Gletscher, dass man nicht schwer ist als Helikopter. Und darum tun wir eigentlich immer das, was man braucht, tanken. Plus die vorgesetzte Reserve ist etwa gegen die 45 Minuten. Dann haben wir an dem Helikopter da vorne dran Schiebetüren. Das ist ein weiteres sehr praktisches Feature an dem Helikopter. Vor allem für Film- und Fotoflüge. Wir können mit dem Helikopter mit zunigen Türen an einen Ort fliegen. Über eine Stadt oder über eine neue Baustelle zum Beispiel. Und können dann erst über den Baustelle oder über ein Objekt, das wir filmen oder fotografieren, dann die Schiebetüren aufmachen. Das führt dazu, dass man den Überflug recht zügig schnell machen könnte, weil mit einer offenen Tür kann man nicht so schnell fliegen, wie wenn der Helikopter zu ist. Das ist also nicht nur für zum Ein- und Aussteigen praktisch, als wir eine Schiebetür haben, sondern genau auch für solche Einsätze. Sehr, sehr gut. Wir können noch vorne um einen Helikopter laufen. Vorne am Helikopter haben wir das Landelicht. Das brauchen wir vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Dämmerung oder in der Nacht, dass wir den Helikopter sehen, an- und abfliegen. Ist aber auch wichtig, wenn man in einem Verband mit mehreren Helikoptern fliegt, dass man einander sieht, tut man immer wieder den Landescheinwerfer anzünden, dass man halt einfach so unter dem Motto sehen und gesehen werden, der andere auf sich aufmerksam macht. Unterhalb hier, das ist ebenfalls ein sehr wichtiges Instrument oder Messgerät an dem Helikopter. Da kann man die Verdeckung abnehmen und dann kommt so ein Röhrchen vor, das sogenannte Pitot-Rohr. Das Pitot-Rohr misst den Druck gegenüber der Luft, der sogenannte Staudruck. Je schneller der Helikopter fliegt, desto grösser wird der Druck hier drauf. Und das ist noch verantwortlich für die Anzeige vom Geschwindigkeitsmesser. Je mehr Druck der hier hat, desto weiter geht die Nadel auf dem Geschwindigkeitsmesser rauf oder runter. Das ist nicht wie beim Auto, wo man einfach die Umdrehung vom Rad tut, zählt und je schneller es dreht, desto höher zeigt der Tacho an. Im Helikopter sind wir auf so ein Hilfsmittel hier angewiesen. Auch hier unten hat es noch Antennen. Die, die hier runter schaut, ist die Antenne für einen Notsender. Wenn es mit dem Heli etwas wäre, würde bei dieser Antenne noch ein Notfunksignal ausgesendet. Die Antenne oben dran, wo man oben auf dem Dach sieht, die schwarze Antenne, das ist unser Betriebsfunk, der FM-Funk, wo wir mit der Basis oder mit unseren Flughelfern reden können. Und die beiden kleinen Zackeln, die vorne dran so wie Haifischflossen aussehen, das ist Sender und Empfänger des Kollisionswarngeräts. Von dem Gerät, das wir sehen, ob um uns herum im Umkreis von 2 oder 5 Meilen irgendwo ein anderes Flugzeug herum ist, das gefährlich werden könnte. Mit diesen Bildern beschließen wir die umfangreiche Reportage vom Tag der offenen Tür der Swiss Helikopter Basis Pfaffnau. Wir hoffen, es hat Ihnen Spass gemacht.